hat der Kollege Dr. Thomas Feist, CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben in Deutschland zwei Systeme der Bildung, die sich nach der Schule anschließen. Das ist die akademische Bildung und die berufliche Bildung. Und beide Systeme, das ist meine tiefe Überzeugung, müssen im Gleichklang sein, weil sie gleichwertig sind. Und wenn wir heute den Berufsbildungsbericht debattieren und zur Kenntnis nehmen, dann stellen wir fest, dass die Zahl derer, die eine berufliche Bildung beginnen, nahezu konstant geblieben ist. Und die Zahl derer, die eine akademische Laufbahn zumindest anfangen, ich rede nicht von vollenden, stark gestiegen ist. Und das ist aus meiner Sicht etwas, wo die Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung aus dem Lot zu geraten scheint. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, etwas stärker uns für die berufliche Bildung zu engagieren. Und ich bin unserer Ministerin, Frau Professor Wanka, sehr verbunden, dass sie diesen Ansatz des Parlaments nach Kräften unterstützt. Berufliche Bildung, und das kann man nicht oft genug sagen, heißt nicht, dass man einen Gesellenbrief macht. Das auch. Aber danach geht es weiter. Man kann sich weiterbilden. Techniker, Betriebswirt, Meister. Die berufliche Bildung bietet viele Aufstiegschancen. Wir haben einige von denen verbessert, zum Beispiel durch ein besseres Meister-BAföG. Aber wir müssen dafür werben, dass der Blick für den Aufstieg in der beruflichen Bildung neu geschärft wird. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und an dem, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind wir auch dran. Die berufliche Bildung. Man muss sehen, wer fängt so eine Ausbildung an. Und der Berufsbildungsbericht zeigt es ganz deutlich, dass mittlerweile ein Viertel derer, die ein Abitur erworben haben, auch finden, dass die berufliche Bildung attraktiv ist. Weil man auch die Möglichkeit hat, nach einer beruflichen Bildung sich nicht nur weiter und fortzubilden, sondern auch ein Studium zu beginnen. Und ich finde es wichtig, dass wir das Wissen um die berufliche Bildung und um den Wert der beruflichen Bildung schon frühzeitig an alle Schüler in allen Schulformen vermitteln. Denn das schließt die Gymnasien mit ein. Und nicht nur die Schüler und Schülerinnen, sondern ich finde, wir müssen auch verstärkt auf die Lehre zugehen. Die Lehrer kommen aus der Schule, gehen zum Studium und gehen wieder in die Schule. Ich möchte Ihnen jetzt keinen Vorwurf daraus machen, dass man die berufliche Bildung nicht kennt. Aber die Lehrer haben ja gerade in ihrer akademischen Laufbahn etwas, was auf den Abschluss, auf eine Verwendung hinbezogen ist. Und ich denke, wir haben dort gute Möglichkeiten, mit den Lehrern gemeinsam anzuknüpfen und für die berufliche Bildung zu werben. Im Übrigen auch dafür zu sorgen, dass durch eine flächendeckende Berufsorientierung gewährleistet ist, dass man nicht ein Studium anfängt und dann nach einem oder zwei Semestern feststellt, dass es der falsche Weg war. Wenn so etwas passiert, und das kann immer passieren, dann müssen wir auch dort Vorsorge treffen. Und das haben wir getan. Wir haben mit dem Ministerium gemeinsam Chance Beruf eingeführt. Diejenigen, die nach wenigen Semestern merken, eine berufliche Bildung wäre vielleicht besser, bekommen in den Hochschulen schon eine Beratung. Und es ist gut, dass wir denjenigen auch eine Perspektive eröffnen, dass es nicht heißt, ein abgebrochenes Studium ist ein Scheitern, sondern man kann den Umstieg in die berufliche Bildung wagen und dafür ist es nie zu spät. Wenn wir uns den Berufsbildungsbericht genauer anschauen, dann werden wir feststellen, dass wir immer weniger Betriebe haben, die ausbilden. Und das hängt aus meiner Sicht ganz entscheidend auch damit zusammen, dass wir vor mehr als 10 Jahren etwas getan haben, was man durchaus als Fehler bezeichnen kann. Wir haben damals für viele Berufe die Meisterpflicht abgeschafft, um die Mobilität zu erhöhen. Das ist auch gelungen. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, Mobilität ohne Qualität, was ist denn das wert? Das ist nichts wert. Und ich will das an einem Beispiel mal verdeutlichen. Aus dem Baugewerbe, die Fliesenleger. Meisterpflicht abgeschafft. Wir hatten damals 12.000 Meisterbetriebe im Fliesenlegerhandwerk. Mittlerweile hat sich diese Zahl versechsfacht.
72.000 Fliesenlegebetriebe haben wir in Deutschland, die hier tätig sind. Aber die Ausbildungsquote ist um 50% gesunken. Und die Meisterquote, das heißt der Aufstieg im Fliesenlegehandwerk, sogar um 80%. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sollten wir uns auch stark machen, gemeinsam mit anderen Kollegen, auch aus dem Europäischen Parlament, denn die sind das, die entscheiden, dass wir diesen Schritt nach Möglichkeit korrigieren. Abschließend gestatten Sie mir noch einen Hinweis. Natürlich kann die Politik Rahmenbedingungen setzen und gute Bedingungen für die berufliche Bildung schaffen. Dennoch schafft Politik nicht einen einzigen Ausbildungsplatz, mal von einigen hier im Parlament abgesehen, das gibt es ja auch. Und deswegen, denke ich, ist es gut und richtig, an dieser Stelle auch der Wirtschaft, dem Mittelstand und dem Handwerk zu danken, dass wir die Zahlen haben, die wir im Berufsbildungsbericht nachlesen können. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir unterstützen diese Unternehmen dabei, dass sie auch gute Lehrlinge finden. Und da ja Ausbildungsmärkte regionale Märkte sind, ist es so, dass man vielleicht an diesem Beispiel auch von Sachsen mal lernen kann. Ich freue mich, dass die Vertreterin Sachsens auf der Bundesratsbank Platz genommen hat. Denn dort haben wir die Anzahl der Auszubildenden um 2,3% erhöhen können. Und man sollte mal überlegen, warum das gelungen ist. Und man kann davon lernen. Abschließend vielleicht noch eins, und da wird sich der Kollege Spiering, der gerade so ein bisschen gemosert hat, auch besonders freuen. Die Länder sind natürlich auch in der Pflicht. Und die Länder, das meine ich besonders im Hinblick auf die Berufsschulen. Die Berufsschulen, die oftmals in den Kultusministerien nicht das fünfte, sondern das sechste oder siebte Rad sind, die müssen verstärkt werden. Und es geht nicht darum, dass wir die Länder auffordern, Kathedralen zu bauen. Aber eine gute Ausstattung der Berufsschulen ist nötig und wichtig. Und wir werden diesen Schritt nach Möglichkeit unterstützen. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke spricht jetzt